Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben euch nämlich gestern gezeigt, wir haben 3 Pizzen besorgt und das ist nicht nur irgendwas, das sind ganz besondere Pizzen. Wir haben euch gestern schon vorgestellt, die Tomatenpizza vom Netto. Wir haben jetzt noch die Blumenkohlpizza vom Netto und wir haben als drittes noch die Rote Beete Pizza vom Netto. 3 Folgen, 3 Tage, beziehungsweise ich esse das alles an einem Tag. Ihr seht das an 3 verschiedenen Tagen. Die gibt es morgen, die gibt es heute und wer es nicht gesehen hat, die Tomatenpizza gab es gestern. Fand ich schon gut. Hätte ich mir sogar noch Nudeln drauf vorgestellt, weil das eben richtig schön tomatig war. Wie eine schöne Tomatensuppe oder Tomatensoße, da Nudeln auf die Pizza, dass das eine richtig geniale Tomaten-Nudelpizza wird. Das ist abgehakt, egal, das kommt weg. Wir kümmern uns heute um die. Das ist nämlich die Get the Cauliflower Power Blumenkohl. 37%, 100% Geschmack, 100% anders. Das werden wir heute essen. Hier steht es auch nochmal. Werden die machen. Ich habe erst gedacht, ach, hier Blumenkohl und so Hähnchenbruststücken, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich einfach nur der Blumenkohl und der sieht einfach anders aus, als er ist. Wir machen das jetzt hier wieder auf mit einer Hand. So, holen das mal hier raus, gucken uns das mal an. Das ist Blumenkohl. Warum ist der denn so rot? Wir machen mal die Folie ab, damit wir da reingucken können. Also die Tomatenpizza, die war ja einfach richtig komplett rot von A nach B. Die Blumenkohl, habe ich gedacht, ist etwas heller. Ist eher in einem weißen Touch gehalten. Komischerweise ist sie jetzt hier in so einem orangen Touch. Okay. Die sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Guckt euch die Blumenkohlpizza an. Das ist Blumenkohl, okay. Der am Rand alles etwas orange ist. Die schmeißen wir jetzt auch in den Ofen. Probieren die dann, wenn die fertig ist. Ofen ist noch an von vorhin. Huah! Licht geht immer noch nicht. Also reingeschoben, zugemacht, abgehauen. Und wir melden uns zurück, wenn wir die probieren. So, die zweite Pizza ist also auch fertig. Die Blumenkohlpizza. Und guckt euch nicht den Rand an. Ich schieb's immer wieder auf den Ofen. Der Ofen ist schuld. Beziehungsweise jetzt auch ich, denn der Ofen war ja noch an von der ersten Pizza, das heißt, der ist natürlich schon auf volle Pulle und jetzt habe ich die da rein und jetzt bin ich, und jetzt sieht die so aus und das ist natürlich nicht so schön. Dadurch, dass der Rand sowieso so dünn ist, ist die jetzt halt ein bisschen knusprig geworden, aber kein Problem. Den Rand, den könnt ihr ja übrig lassen, den müsst ihr ja nicht, ihr beißt ja eh in die Mitte, probiert da und wenn das gut schmeckt, ist ja schon die halbe Miete bezahlt. Mir fällt auf jeden Fall auf, das kann nicht nur Blumenkohl sein. Und ich habe mich nochmal belesen, jetzt weiß ich auch, wieso die so orange ist. Nochmal zur Info, auf der ersten stand ja extra drauf, Tomato, Onion, Garlic und Base. Deswegen war die erste auch vegan. Die hatte eben nur Pizza, Boden mit Tomatenmark, belegt mit marinierten, halbgetrockneten Tomaten, Tomaten und Zwiebeln tiefgefroren. Und warum ist die nicht vegan? Hier steht nämlich dabei Chicken Peppers Cauliflower und Base. Und im Einzelnen nochmal Pizza, Boden mit Blumenkohl und Kurkuma, belegt mit gegrillter Paprika, Blumenkohl, Mozzarella und gebratener Hähnchenbrust. Da ist also sogar das Blumenkohl und Hähnchenbrust in einem und Kurkuma sorgt sicherlich dafür, dass die eben auch so schön orange ist und so einen indischen Touch hat. Und lustig finde ich es, weil selbst im Boden ist Blumenkohl. Der Boden ist aus Blumenkohl und Kurkuma gemacht, so wie hier der Boden eben aus Tomatenmark irgendwie mit oder nur aus, weiß ich nicht. Und selbst die Rote Beete hat noch eine Überraschung parat, die wir euch aber dann in der dritten Folge zeigen. Jetzt dampft das erstmal vor sich hin.
Seht ihr das noch, wie es dampft? Vielleicht hat sich's auch gerade ausgedampft. Das denkt ihr euch halt weg. Das ist gar nicht dabei. Wir probieren jetzt aber mal und ich bin gespannt, denn durch das Kurkuma, durch die Hähnchenbrust, müsste das ja auf jeden Fall einen sehr präsenten Geschmack haben mit dem Blumenkohl dabei. Ich glaube, die ist jetzt schon besser als die erste. Aber die erste halt für Veganer, falls sie sich mal einfach eine schöne Tomatenpizza reinziehen wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe Angst. Ich glaube, die ist diesmal heißer als die andere. Wir nehmen mal das Stück. Ne? Ihr seht, das hängt hier leicht runter. Und hier drin fängt es an und sieht aus wie Sauce Hollandaise oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall hier plötzlich dann weiß innen drin, wo sich das auseinanderzieht. Hat irgendwie so eine Art Currynote, ja. Aber ganz einfach und dezent. Weiß nicht, ob man beim Rand was abbeißen soll, lieber nicht. Ihr merkt auf jeden Fall, die hat einen kräftigeren Geschmack als die davor. Ist aber trotzdem nicht aufdringlich. Und wirkt nicht zu konservierungsmäßig. Also die wirkt trotzdem irgendwie leicht und gesund. Hat aber Geschmack und ist präsent. Wäre die jetzt nicht so verkohlt, dann hätte ich auch mehr Lust, die zu essen. Aber ich beiß mich mal durch. Von Stück zu Stück, von Seite zu Seite. Ihr seht ja, unten drunter geht es ja eigentlich. Da beordne ich jetzt ein Stück Hähnchen noch mit dabei. Dieser Wechsel zwischen Blumenkohl, Hähnchen, Blumenkohl, Hähnchen. Richtig genial, auch die Paprika dazwischen. Sogar die Paprika ist knusprig und knackig. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe gedacht, das sind wirklich alles reine Gemüsepizzen. Aber gerade dieses Hähnchenfleisch mit Blumenkohl, Hähnchenpizzen, habe ich schon ab und zu mal welche gesehen. Aber so Blumenkohl, noch nie, ist für mich auf jeden Fall komplett neu. Finde ich besser sogar als die reine Tomatenpizza, weil die Tomaten doch ein bisschen auch euch angreifen, sage ich mal. Blumenkohl, da habt ihr keine Probleme. Blumenkohl ist euer Freund. Das Hähnchen ist auch gesund, ne? Mmh. Richtig genial. Kann ich nur weiterempfehlen. Wie gesagt, habe ich im Netto gefunden. Die Blumenkohlpizza. Die Verpackung sieht auch genial aus. Ich hebe die, glaube ich, auch auf. Hänge die mir hier irgendwo an die Wand mit. Ich glaube, ich fange jetzt an, Pizzakartons zu sammeln. Wenn ihr sie seht, probiert die mal. Oder wenn ihr die kennt, schreibt mal rein, wie ihr die findet. Was euer Favorit ist von den dreien. Das war's von meiner Seite aus. Boah. Dieses Kurkuma-Gewürz dazu. Ich kenne das nicht. Aber es muss ja so eine Art wie Curry irgendwie sein. Und deswegen auch diese orange-gelbliche Färbung überall. Das ist so genial. Das ist so eine richtige indische Pizza. Mit Blumenkohl. Kennt ihr nicht Blumenkohl? Das typische Gericht aus Indien. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mm-hmm.